Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. So, hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Skyrim. Ihr seht schon gerade blutverschmiertes Bild hier. Ich habe ihn besiegt. Quasi. Es ist gerade die Mitteilung aufgeploppt, dass ich jetzt die Erlaubnis habe, die Halle zu betreten und deswegen jetzt mal kurz Escape-Taste drücken und dann mal gucken, was er zu erzählen hat. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre euch für würdig. Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Chance Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen. Jo, super. Das hätten wir also geschafft. Also ich habe die stärksten Pfeile rausgeholt, die ich hatte. Da hatte ich zum Beispiel ein Vulkanglaspfeile und die Detra-Pfeile hatte ich ja auch noch. Glaube ich zumindest waren das die Detra-Pfeile, ich weiß nicht ganz genau. Die habe ich jedenfalls benutzt und habe ihn so schnell erlegen können. Jegliche Schreie, egal welche Schreiart auch immer, hat bei ihm nicht gewirkt. Schade eigentlich. Aber gut, wir haben ihn besiegt jetzt und befinden uns hier vor die Toren von... Habt ihr den Namen vergessen? Oh Gott. Oh, jetzt wird's aber richtig gut. Pass auf, das wird jetzt richtig geil. So, Halle der Tapferkeit, bitte aufmachen. Oh, ich freue mich. Hammer. So, da kommt auch schon jemand auf uns zu. Bleiben wir hier stehen. Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shores Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir, der Alte, vorausschauend und grimmig. Das ist also Iskramor. Geil. Sehr geil. Die drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. So, und hier sind also alle gefallenen Helden. Beziehungsweise so die meisten oder einige von denen. Ne, die laufen hier schön rum, haben ja, zu essen, zu trinken. Guck mal, jede Menge Weinfässer oder Metfässer, was auch mal da drin ist. Met, Wein, schieß mich tot, keine Ahnung. Und hier sind die drei Helden von damals, die Alduin gelegt haben, beziehungsweise versucht haben, ihn zu legen. Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfung auf euch genommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Wenn wir Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Feldir spricht weise. Der Weltenfresser, der Feigling, fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen. Und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf, meine Freunde! Die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen. Unsere Willen ungebrochen. Wenn das Ende unserer Seelen unser Schicksal ist, werden wir in Liedern... Ich sollte vielleicht auch mal kurz das Mikrofon aktivieren. Also, von Feldir hat man jetzt gerade nicht viel gehört.
also ein Stück zumindest nicht, weil die Planschkuh da eben schön im Weg stand und uns dann angequatscht hat. Das ist immer so ein kleiner, das war so ein kleiner Denkfehler von den Entwicklern. Aber das macht nichts. Es war auch so ganz okay, deswegen. Ach komm, ist zu verschmerzen. Passt schon. So, wir müssen jetzt ein bisschen sputen, weil die drei sind schon ziemlich weit vorgelaufen, während ich jetzt hier geschnackt habe. Am heutigen Tag ruhen Shaws Augen auf euch. So, ich bin da. Alduin ist uns vor langer Zeit. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Geht klar, wolkenloser Himmel. Achso, ich darf anfangen. Okay. Was bin ich eigentlich ausgerüstet? Nochmal kurz gucken. Vulkanfeil. Ja, okay, ist gut. Ja, hallo, macht mit. Knas. Ja. Noch einmal, als wären wir eins. Der Weltenfresser fürchtet uns. Luch, Bakor! Wenn du bist. Wieder neblig. So, ich warte mal, bis jetzt einer... Seine Stärke, denn kein Ende ist unser Kampf vergebens. Okay, jetzt. Luch, Bakor! Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Hab ich doch gerade. Oh, ah. So, jetzt aber. Jetzt kommt der ultimative Kampf. 13 Minuten Zeit. Kriegen wir hin. Endlose Warten weicht den Kampf. Alduins Unter steht zusammen, dann werden wir ihn besiegen. So, pass auf, ich mach mal Drachenfallen mit rein. Was? Wo die denn? Wo ist er? Schön Drachenfall drauf knallen, damit auch schön am Boden bleibt. Oh, jetzt muss ich mich mal kurz eben hochheilen hier. Bogen. Waffe. Optischer Pfeil. Scheiße. Dann stellt euch mir zu, Alduin. Warte. Oh Gott, oh Gott. Moment. Starke Heilung. So. Oh.
Und erledigt. Zu uns nach. Zu die Sobla. Grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shaws Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ruhm und Ehre dem Drachenblut. Gepriesen sei er mit höchstem Lob. Jawohl. Geil. Okay. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Ein letzter Blick auf die Halle der Helden. Moment. Ein letzter Blick. Das tun wir uns noch an. Schön. Pass auf, hier mache ich auch mal kurz Anzeige. Die Zeit nehme ich mal im Fix. So. Okay. Das war das. Anzeige. Hat wieder aktivieren. Und jetzt können wir wieder zurück. Von Sovngarde zurück nach Himmelsrand. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Ich bin bereit für die Rückkehr nach Tamriel. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Okay, stopp, pass auf. Ich mache jetzt Folgendes. Ich lasse die Anzeige jetzt komplett weg. Denn, lasst euch überraschen. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Es hört sich nicht so an, als wärt ihr darüber sehr glücklich. Ich bereue nichts. Alduin muss zerstört werden.
Alduin hat sich das selbst eingebrockt. Ich nehme mal das Erste. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zegmachilost und Duln Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Ach Ogmar. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Ich habe nur mein Schicksal als Drachenblut erfüllt. Die Welt ist ohne Alduin ein besserer Ort. Nee, hier. Ich mach das Schicksal. In der Tat. Ihr habt klarer gesehen als ich. Und ganz gewiss klarer als Alduin. Doch Funta Korav. Vielleicht habt ihr nun eine Vorstellung von den Kräften, die die Venesitid formen. Die Ströme der Zeit. Vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dovar. Aber ich vergesse mich. Krossis, Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dovar nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachrod Krongrach. Der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeiten. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vazen, der Rechtmäßigkeit meines Tun. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Tja, das war's. Oh! Husa Wundune Warwood Gay. Ah. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Partur Nax, Weg der Stimme, aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odawing, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Tja, die Hauptquest beendet. Offensichtlich. Aber wir schauen nochmal genau nach. Man weiß ja nie. Drachentöter. Zwinge Alduin. Goldengriff, Hack, achso. Gormlaid. Goldengriff, Hakon Einauge und Feldir der Alte sind gekommen, um mir im Kampf gegen Alduin beizustehen. Gemeinsam haben wir den bösartigen Nebel, in den Alduin sich verbarg, mit dem Schrei wolkenlose Himmel gebannt. Nachdem wir Alduin im Kampf bezwungen haben,
das heißt im Kampf, Rechtschreibfehler, da ist ein H zu viel drin, bezwungen haben, sind Sovngarde und Himmelsrand von der Furcht vor seiner Rückkehr befreit. Ich habe meine Bestimmung als Drachenblut erfüllt. Punkt. Leute, wir sind durch. Und nicht nur das, die Zeit ist jetzt auch rum. Wir haben es geschafft. Das war Skyrim mit der Hauptquest des Drachenbluts. Schöne Sache. Gut. Ich werde jetzt noch eben schnell nach Weißlauf reisen und dort die ganzen Drachenschuppen und Drachenknochen in die Truhe legen. Und ja, schade. Eigentlich habe ich gehofft, hey, dass jetzt die letzte Folge die 100. Folge sein wird. Aber da war ich doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Naja, lieber zu schnell als zu langsam. Was soll's. Fühlt ihr euch krank? Nein, 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 mir geht's wunderbar. So. Ran an den Feind. Automatisches Speichern, sehr schön. Okay. Hier die Truhe. Sonstiges. Drachenknochen, gleich alle. Drachenschuppen, auch alle. Damit wären wir wieder bei 127. Super. Kommode. Machen wir mal kurz auf. Da packen wir nämlich Bekleidung. So, steigert Gesundheit. Redekunst. Ne, Moment, da hatten wir doch hier. Hier ihn, genau. Das orkische Schild. 24, 35. Pack ich auch mal hier rein. So. Cool. Ja. Was gibt's da jetzt noch großartig zu sagen? Wir sind durch. Punkt. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriffe unternehmen. Wir können jetzt, also ich kann noch mal kurz in Gemischwaren reingehen, Gemischwaren laden. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Und hier bei alles Beletor steht zum Verkauf. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Bei Beletor noch ein bisschen was für Höker. Wie zum Beispiel die ganzen kleinen Ringe und so weiter. Ne? Hier den zum Beispiel. Dann hier das die Diadems. Der, die, das Diadem. Halskette. Saphir-Halskette. Den auch. Achso, mehr, oh, mehr hat er nicht. Das tut mir leid. Bitte kommt wieder. Gut, so. Jetzt die letzten Schritte. Wieder zurück nach Briesenheim. Dann setzen wir uns ans Feuerchen. Und an euch eine kleine Aufgabe, nur eine kleine. Wenn ihr möchtet, dass ich hier noch weiterspiele, weil es gibt ja noch die Erweiterung mit oh Gott, lass mich mal kurz lügen. Also es gibt ja noch zwei Erweiterungen, die habe ich. Und wenn ihr möchtet, spiele ich die für euch auch noch, ja? Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist hiermit das Projekt Skyrim beendet. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein. Dankeschön, Dankeschön, auch für das Feedback, was es gab. Dankeschön. Und ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Danke. Auf. Ja. Ach, ich bin so schlecht immer in diesem Verabschieden. Komm, Punkt aus, vorbei. Nochmal zusammengefasst, wenn ihr Bock habt, dass ich hier, oder wenn ihr meint, so von wegen, hey, du kannst ruhig weiterspielen, ne, zieh die anderen DLCs durch, kann ich gerne machen. Müsst ihr eben halt nur Bescheid sagen und dann spiele ich das für euch auch noch weiter. In diesem Sinne. Kleiner Hustenanfall. In diesem Sinne, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Skyrim, Hauptquest Drachenblut, beendet. Ich verabschiede mich von euch, sage tschüss, ciao, auf Wiedersehen und wir sehen uns dann in
einer der anderen Projekte wieder. Danke.